Hallo, ich bin Tanja von Travel with Kids. Heute sind wir in Vogelsam. Hier kann man von Kart fahren, Abenteuergolfen, Fußballgolfen, Klettern, Sommerrodel, Bobfahren, alles machen, was das Herz begehrt. Und was es genau hier gibt, das seht ihr jetzt im Nachgang. Viel Spaß können die Kinder auf einem der vielen Spielplätze, den Trampolinen, dem Klettergerüst oder mit den Tieren im Streichelzoo haben. Unsere erste Station war der Barfußpfad im Wald neben dem Waldspielplatz. Auf vielen Stationen konnten unsere Füße tolle Erfahrungen sammeln. Oh mein Gott! Die Reifenrutsche ist ein echter Spaß für die ganze Familie. Die Wasserrutsche hat schon wirklich Spaß gemacht. Jetzt probieren wir mal die Bobrodelbahn aus. Das Abenteuergolfen über 18 Bahnen mit vielen schattigen Sitzmöglichkeiten ist ein toller Zeitvertreib. Tolle Picknickplätze und die große Halle bieten sehr schöne Möglichkeiten für viele kleine Pausen zwischen den Attraktionen. Für kleinere Kinder sind die verstreuten Kleinfahrzeuge wie die Discoboote, Bagger und andere ein echtes Highlight. Ab 6 Jahren können die Kids hier beim Rennfahren auf der Kartstrecke ihr Talent beweisen. In 3 verschiedenen motorisierten Karts findet jede Altersstufe seine eigene Geschwindigkeit. Ihr und eure Kids könnt 10 Minuten lang um die Wette fahren. Weitere super Möglichkeiten zum Spaß haben in Vogelsam sind der Kletterparcours mit 10 Stationen, der Flying Fox oder das Fußballgolfen. Zum Schluss gibt es noch 2 besondere Angebote in Vogelsam. Man hat die Möglichkeit, hier mit einem Heißluftballon die Gegend von oben zu erkunden. Und die zweite Möglichkeit sind abenteuerliche und unvergessliche Übernachtungen in den einzigartigen Baumhäusern im Park. Alle Ausflugsziele, Infos, Bilder und Preise findet ihr auf meiner Webseite travelwithkids.de. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert meinen YouTube-Kanal. Über ein Like oder einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und vergesst nicht, auf meiner Website vorbeizuschauen, um mehr als 250 Ausflugsziele zu entdecken oder euch von meinen Urlaubsberichten inspirieren zu lassen. Tschüss Vogelsam, bis zum nächsten Mal.